Es ist Zeit, dass ich mal wieder was von Go Anywhere mache. Und zwar, wie wär's mit einem gefüllten Schweinefilet? Das geht relativ schnell und was wir dafür Zutaten brauchen und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Zum gefüllten Schweinefilet gehört logischerweise auch Schweinefilet dazu. Dazu braucht ihr dann 3 Schweinefilets und ein Emmentaler am Stück. Da schneiden wir nachher ein Stückchen was von weg und ca. 15 bis 20 Scheiben Bacon. Wir brauchen dann als weitere Zutaten etwas Olivenöl, dann ein paar Tortilla-Chips, die brauchen wir für die Panade nachher, eine Barbecue-Soße nach Wahl und einen Rub nach Wahl. Ich habe mich jetzt hier für das Ankerkraut Smoking Choice entschieden. Als erstes schneiden wir die kleinen dünnen Enden von dem Schweinefilet ab und legen diese beiseite. Braucht ihr nicht wegschmeißen, sondern die könnt ihr dann gleich noch ein bisschen Gewürz dran machen und direkt grillen, so für einen Happen zwischendurch. Dann nehmen wir das Stückchen Käse, also den Emmentaler, und schneiden den in gleich große Stücke, und zwar in solche großen Stücke, dass das ungefähr genauso gleich groß ist wie das Schweinefilet. Den geschnittenen Käse legen wir jetzt in so ein kleines Schädchen und benetzen diesen mit dem Öl, damit wir diesen gleich panieren können, und zwar mit dem Rub. Den Rub dazu einfach in eine kleine Schüssel geben und den Käse, den gerade geschnittenen Käse, einfach in diesen Rub da drin wälzen bzw. panieren und erstmal beiseite legen. Kommen wir dann jetzt wieder zum Schweinefilet. Das Schweinefilet, wenn wir das füllen wollen, muss logischerweise in der Mitte aufgeschnitten werden. Dazu das Messer mittig ansetzen und einschneiden, allerdings nicht durchschneiden. Nur so weit, dass man dann den Käse, den wir ja vorhin paniert haben, damit umschlagen können. Jetzt müssen wir das Schweinefilet einfach nur einrollen, und zwar in den Bacon. Dazu einfach 5 bis 6 Scheiben Bacon aufs Brettchen legen und dann das Schweinefilet damit einrollen und erstmal beiseite legen. Was ziemlich genial ist, und zwar sind das die Cococo Quicks. Die passen perfekt in den Go Anywhere rein und starten sich hervorragend. Dazu habe ich euch hier jetzt eine kleine Aufnahme vorbereitet. Man zündet diese einfach nur in der Mitte an und den Rest macht die Cococo Quicks selber. Das heißt, innerhalb von einer Minute sind die einsatzbereit und passen hervorragend in den Go Anywhere. Wir schaffen damit einen indirekten Bereich, was wir jetzt logischerweise für die Filets brauchen. Ich würde jetzt gerne sagen, dass ihr ziemlich viel Vorbereitungszeit braucht bei den Kohlen vorheizen, aber das geht ja mit den Cococo Quicks halt wirklich sehr, sehr schnell. Deswegen, sofern die Kohlen halt durchgeglüht sind, könnt ihr auch schon direkt loslegen mit dem Grillen. Ich möchte da am Anfang ein bisschen Raucharoma dran bekommen, dann dazu lege ich einfach ein paar Räucherchips auf die Quicks drauf, mache dann das Gitter drüber und dann lege ich die Schweinefilets in den indirekten Grillbereich und lasse die da jetzt erstmal für die nächste halbe Stunde drin liegen. Nach ca. 30 Minuten kann dann mit etwas Barbecue-Soße eingepinselt werden. Dazu einfach eine Barbecue-Soße nehmen, nach Wahl, so wie ihr gerne möchtet. Bepinselt das halt richtig stark und intensiv, weil wir brauchen nachher einen Haftuntergrund für die Tortilla-Chips. Nachdem wir die eingepinselt haben, die Schweinefilets, nehmen wir sie runter vom Grill und bereiten jetzt die Panade vor. Die Panade besteht jetzt hier aus Tortilla-Chips. Die machen wir mit der Hand schön klein in einer separaten Schüssel, legen darauf die Schweinefilets und bestreuen die dann damit, und schon sind die Schweinefilets eigentlich auch schon fertig. Das waren sie, die gefüllten Schweinefilets von Go Anywhere. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen für dieses Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich abonnieren. Das findet ihr wie immer ganz unten. Für weitere Tipps und Tricks schaut auf tobias.grill.de nach.